Plus 5,7% würde unsere Wirtschaft um diesen Prozentsatz wachsen, wir wären Europameister und auf Chinas Spuren. Würden wir um diesen Prozentsatz mehr verdienen, ein wahrer Kaufrausch wäre die Folge. Doch die Löhne sollen heuer wieder um 0,3% sinken. Um 5,7% soll 2014 nur eines zulegen, die Lohnsteuer, oder besser gesagt das, was der Finanzminister aus dieser Quelle schöpft. Diese Steuer auf unsere tägliche Arbeit galoppiert seit Jahren davon und löst noch 2014 die Umsatzsteuer als Steuerquelle Nummer 1 ab. Mit ein Grund ist die kalte Progression. Das ist eine versteckte Steuererhöhung. Kalte Progression tritt dann auf, wenn Lohneinkommen allein aufgrund einer Bruttoeinkommenserhöhung, um die Preissteigerung auszugleichen, in eine höhere Progressionszone des Lohnsteuertarifs fallen. Dadurch steigt die durchschnittliche Lohnsteuerbelastung der Arbeitseinkommen, obwohl sie real konstant bleiben, also unter Berücksichtigung der Preiserhöhung konstant bleiben und nicht zunehmen. Das heißt auch, die Arbeitnehmer verdienen brutto mehr, real unter Berücksichtigung der Preissteigerung, und netto nach Abzug der Lohnsteuer bleibt ihnen aber weniger Kaufkraft. Und dieses Problem ist umso gravierender, je höher die Grenzsteuersätze sind. Supermarktverkäuferin Hilde S. verdient netto gerade einmal 1.100 Euro im Monat. Die Gewerkschaft hat für sie eine Lohnerhöhung von 27 Euro erkämpft. Doch dank der kalten Progression musste sie davon 7 Euro gleich wieder ans Finanzamt abdrücken. Die Inflation gibt der Lohnerhöhung dann den Rest. Ein Angestellter mit einem Lohnplus von 62 Euro wird kalt um 10 Euro enteignet. Und das geht schon seit Jahren so. Über 5 Jahre betrachtet kommt ein nettes Körbelgeld für den Finanzminister zusammen. Zeit, den Steuergalopp zu stoppen. Da sind sich alle einig. Aber wie? Wenn man nun den Eingangssteuersatz auf 25% senkt, dann wird das Problem der kalten Progression in diesem unteren Einkommensbereich insofern entschärft, als jemand, der vorher diesen steuerfreien Grundfreibetrag verdient hat und nun in die erste Progressionszone rutscht, zwar immer noch Steuern zahlt, aber weniger zusätzliche Steuern zahlt, aber das Problem der kalten Progression ist nicht beseitigt. Für die oberen Einkommensbereiche wird dieser Effekt der kalten Progression kompensiert durch die Entlastung, die sie ebenfalls erfahren durch die Senkung des Eingangssteuersatzes. Will man nun für alle Einkommensbereiche konsequent das Problem der kalten Progression komplett beseitigen, dann ist die einzige Lösung, dass man regelmäßig die Tarifzonen anpasst an die Preissteigerung, dass also das Einkommen, ab dem jeweils die Steuerpflicht einsetzt, beziehungsweise die höheren Steuersätze gezahlt werden müssen, regelmäßig im Ausmaß der Inflation angepasst werden. Nur dann kann dieses Problem vermieden werden, dass allein aufgrund einer preissteigerungsbedingten Bruttolohnerhöhung real weniger Kaufkraft nach Abzug der Steuern übrig bleibt. Der Finanzminister wäre not amused, wenn die Steuer einfach so gesenkt wird, denn dann fehlen ihm Milliarden im Staatssäckel. Also muss Geld aus einer anderen Quelle her. Die ÖVP will dafür den Sparstift zücken und Ausgaben bei den Frühpensionen, den ÖBB und den unzähligen Förderungen für eh fast alles kürzen. Das haben schon Legionen früherer Finanzminister probiert, doch der Stift blieb stets stumpf. SPÖ-Chef Werner Faymann will deswegen die Reichen zur Kasse bitten mit einer Steuer auf Häuser, Bares, Aktien oder Bilder. Gegen diese Retro-Steuer läuft aber die ÖVP Sturm. Alternative? Eine Erbschaftssteuer ab 1 Million. Nächste Alternative, eine höhere Grundsteuer. Diese Steuer auf Grund und Boden ist seit den 1980er Jahren quasi eingefroren. Deswegen zahlen die Grund- und Bodenbesitzer dieses Landes rund 700 Millionen Euro Steuer pro Jahr. Nicht viel. Und nur ein 1/40 der Lohnsteuer. Am Ende wird eine österreichische Lösung herauskommen. Von allem ein bisschen was. Bis die kalte Progression die warme Steuerentlastung wieder neutralisiert und das Spiel von vorne losgeht.